Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Favoritenvideo von mir. Ich zeige euch die Produkte, die ich im Monat September sehr oft verwendet habe, sage euch meine Meinung dazu und los geht's mit dem Video. Das erste Produkt ist gleich noch richtig nass und zwar kommt es aus der Dusche und zwar spreche ich hier von den Bilou Duschschaum und zwar in der Duftrichtung Sunny Spring von Bilou, also von Bibi's Beauty Palace, genau. Kennen wahrscheinlich eh die meisten, aber ja, ich muss ehrlich zugeben, die Duschschäume von Bilou, die sagen mir eigentlich überhaupt nicht zu, bis auf das hier. Der Duft ist einfach ein Hammer. Sommer, Sonne, Strand, würde ich sagen. Ich habe beim letzten Mal im DM nachgesehen, aber ich habe es leider nicht mehr gefunden. Muss nochmal schauen, ob es online noch verfügbar ist, sonst muss ich mir da noch eins holen. Ich denke mal, bin mir nicht ganz so sicher, ob es eine Limited Edition ist. Vielleicht wisst ihr da mehr, aber verwende das Produkt sehr, sehr gerne. Auch ja, die ganze Konsistenz und die Handhabung finde ich sehr angenehm bei dem Produkt. Und ja, wie gesagt, ich würde mir es auf jeden Fall sofort wieder nachkaufen. Das nächste Produkt ist von Balea und das ist hier dieses Haarparfum von Balea in der Duftrichtung Bloomy Dreams. Da gibt es auch das Trockenshampoo dazu, das ich eigentlich auch sehr gerne verwende. Dieses Produkt habe ich mir eigentlich nicht gekauft. Das war ein kleines Geschenk von DM bei meiner Online-Bestellung. Da bekommt man öfter mal ein Gratis- oder Testprodukt dazu. Zumindest ist das bei mir so. Ist auf jeden Fall in der Duftrichtung, ja, ein blumiges Dufterlebnis mit dezentem Schimmerfinish. Und diesen Schimmerfinish, muss ich ehrlich sagen, der ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen. Aber der Duft, wie gesagt, finde ich recht angenehm und verwende ich auch sehr gerne. Es ist aber nicht irgendein Produkt, was man sich auf den Haaren spült und den ganzen Tag lang in den Haaren riecht. Das, finde ich, ist das nicht. Aber es gibt irgendwie noch so einen gewissen frische Kick, falls man schon zweiten oder dritten Nicht-Haarwaschtag hat. Finde ich es ganz gut und ja, zum Testen auf jeden Fall ganz toll. Es sprüht sich wie ein Haarspray. Von dem her eigentlich ein sehr angenehmes Auftragen. Dose für jeden Sprühen kräftig schütteln, nach Bedarf 2 bis 3 Sprühstöße aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig auf das trockene Haar sprühen. Ja, ist auf jeden Fall nicht ein Produkt, was man haben muss. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass ich mir das nachkaufen würde, aber im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich ganz toll. Weiter geht's mit meiner derzeitigen Gesichts- und Hautpflege. Und zwar habe ich dazu schon ein Video gedreht. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben oder hier oben. Ich weiß es jetzt nicht. Und zwar hier oben. Genau. Und zwar spreche ich hier von der Marke Pretty World Cosmetics, eine sehr, sehr tolle Marke, sehr tolle Produkte, tolle Inhaltsstoffe. Ist eigentlich genau das, was ich mir bei meiner Gesichtspflege vorstelle. Und wenn ihr genaueres über die Produkte erfahren wollt, dann schaut euch gerne das Video dazu an. Ich verwende zurzeit hauptsächlich dieses Vitamin C-Serum von Pretty World Cosmetics und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Es ist nämlich feuchtigkeitsspendend, aufhellend, Verbesserung von Akne, Verbesserung von Hyperpigmentierung und dunklen Augenringen, Förderung des Kollagenaufbaus, Verbesserung von Rötungen und Antioxidant. Enthält 0% Parabene, Konservierungsmittel, Silikone, Mikroplastik und Parfüm, ist vegan und cruelty-free, also auch tierversuchsfrei, was ich auch natürlich sehr, sehr toll finde. Die Inhaltsstoffe sind relativ wenig, finde ich, und auch sehr gut. Made in Deutschland und das Serum kann man auch täglich, also zweimal täglich morgens und abends verwenden. Ich verwende es eigentlich hauptsächlich abends und dann gebe ich noch darüber meine Tages- und Nachtpflege. Das ist auch von Pretty World Cosmetics die Plump
Cream ist meiner Meinung nach für alle Hauttypen, fördert auch die Feuchtigkeit, also spendet Feuchtigkeit, fördert die Feuchtigkeit, spendet Feuchtigkeit, unterstützt einfach auch das komplette Hautbild. Ich finde es sehr toll. Vom Preis her, naja, es sind jetzt nicht unbedingt Drogeriepreise, aber man muss auch bedenken, man kommt mit den Produkten wirklich lange aus. Ich verwende diese Tages-Nacht-Pflege schon 6 Wochen lang, nein länger, 8, 7 Wochen. Und ihr könnt sehen, hier ist noch eine Menge drinnen, da sie einfach sehr ergiebig ist. Als nächstes möchte ich euch meinen neuen Primer zeigen. Und zwar ist der von Catrice, dieser Insta Bright Serum Primer mit 97% Natural Ingredients. Und er ist auch vegan. Was mir sehr gut gefällt, ist einfach, dass er auch diese, Einfärbung oder wie soll ich sagen, hat. Sprich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Catrice Primer, die schon so ein bisschen eingefärbt sind, meine Haut schon mal so aussehen lässt, als wäre schon Make-up drauf. Man muss dann nicht mehr großartig viel drauf geben. Also ich liebe diese Primer genauso wie diesen 10-in-1 Stream Primer. Den mag ich auch sehr gerne, finde den aber auch wirklich sehr gut. Und eigentlich auch ziemlich ähnlich, muss ich sagen. Ist vom Preis her wirklich sehr toll. Seht euch den gerne mal an. Da kann man ruhig mal zugreifen, finde ich. Und bin auf jeden Fall auch total zufrieden mit denen. Und werde ich auch bestimmt noch im Monat Oktober verwenden. Zumindest so lange, bis er dann leer ist. Meine aktuelle Foundation, jetzt nicht unbedingt für, den Alltag bzw. zur Arbeit, sondern den anderen Tagen, verwende ich eigentlich zurzeit immer die Fit Me Foundation, und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Natürlich, also die Fit Me Foundation ist bei mir eine sehr dunkle Foundation. Die habe ich mir mal in einer sehr dunklen Nuance geholt, und zwar ist das die Nummer 220. Und ja, ich bin zurzeit noch sehr gebräunt vom Sommer, deshalb muss ich einfach zurzeit zu solchen Produkten greifen, die einfach bei mir eine sehr dunkle Nuance haben, sonst passt es einfach nicht zum Rest meines Körpers. Und deswegen greife ich zurzeit auch sehr gerne zu der hier, finde ich aber schon immer sehr gut. Ich würde sie mir vielleicht noch einen Tick flüssiger wünschen, dass sie vielleicht auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit spendet. Das ist hier ein bisschen ein Manko, würde ich jetzt nicht sagen. Man sucht sich ja die Foundation zu seiner Haut aus. Und auf jeden Fall ist das eigentlich meine derzeitige Foundation, die ich verwende, so am Wochenende oder an meinen freien Tagen. Übrigens habe ich die auch jetzt oben, genauso wie auch diesen Primer hier. Und als Bronzer verwende ich zurzeit diesen Catrice Sun Glow Matte Bronzer in der Farbe 035 Universal Bronze. Den habe ich schon letztes Jahr verwendet und auch letztes Jahr, glaube ich, dann auch aufgebraucht und habe mir auf jeden Fall wieder nachgekauft, weil ich ihn sehr gut finde und total zufrieden bin damit. Man muss aber ein bisschen aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Also schon vorsichtig in das Produkt reingehen. Ich mache das immer so, wenn sie recht hell sind, also helle Bronzer, die nicht so stark pigmentiert sind, dann tue ich mich persönlich immer ein bisschen leichter einfach aufzubauen, als wenn man gleich mal so einen braunen Fleck im Gesicht hat. Also da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, ist auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt von mir, sprich auch ein Favorit von mir. Die letzten 5 Produkte sind alles Lippenprodukte. Und zwar fange ich jetzt mit der Lippenpflege an und da verwende ich zurzeit auch sehr gerne dieses Lip Scrub von Baby. Ist mit dem Duft von Crunchy Vanilla Beißer und ich bin noch nicht ganz überzeugt von dem Duft, aber der Inhalt gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Es ist zwar ein Vanilleduft, aber hat irgendwie für mich noch so ein Beiduft von Kräuter. Das muss ich nicht unbedingt auf den Lippen haben. Zumindest ist es bei mir so. Ja, im Großen und Ganzen finde ich es aber sehr gut. Es peelt auch die Lippen sehr gut. Also um abgestorbene Hautschüppchen zu entfernen, finde ich es einfach perfekt. Und ja, trage mir das auf und reibe dann ein bisschen hin und her und auch mit den Fingern. Und dann gebe ich es mir wieder mit einem
normalen Taschentuch runter und danach verwende ich meistens dieses Lippenöl von Trend It Up. Habe das jetzt schon etwas länger zu Hause und finde ich auch wirklich richtig gut. Bin jetzt gar nicht sicher, ob es noch im Sortiment ist, aber ich denke schon, dass ich es letztens noch gesehen habe. Anfangs war ich ein bisschen verwundert über den dicken Applikator. Ist schon ein Monsterding, aber man spürt jetzt nicht irgendwie extrem Öl auf den Lippen, das mir sehr gut gefällt. Es ist richtig pflegend, ist aber auch transparent, also durchsichtig und hinterlässt auch einen schönen glossy Finish, finde ich. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, vor allem wenn ihr sehr, sehr trockene Lippen habt. Die letzten drei Lippenprodukte ist einfach das, was ich die letzten Wochen immer in meinen Videos getragen habe. Und ja, ich werde immer wieder des Öfteren mal gefragt, was ich gerade auf den Lippen trage in dem Video. Und es ist oft schwer für mich zu beantworten, was ich gerade raufgegeben habe an diesem Tag. Und das war dann meistens schon vor 3 Wochen oder so. Die meisten wissen ja, dass ich meine Videos vorproduziere. Es ist nicht so, dass ich jetzt das Video drehe und das kommt dann in den nächsten 2-3 Tagen online. So ist es nicht bei mir. Ich muss einfach ein bisschen vorplanen. Wenn man Familie, Haus, Kind und arbeitet, ist das alles nicht so einfach und dann muss ich mir einfach auf einen Tag Zeit nehmen für Videos drehen und dann wird irgendwann abends immer geschnitten und ja, so läuft das einfach bei mir. Deswegen, ja, ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich zeige euch die Produkte, die ich in letzter Zeit immer so auf den Lippen getragen habe. Fangen wir an mit den Lip Liner. Und das ist eigentlich schon jahrelang immer mein Favorit, was Lip Liner betrifft. Der passt einfach überall dazu. Ist von Manhattan der Extreme Last Lip Liner in der Farbbezeichnung 59G. Das ist diese Farbe hier. Danach, nachdem ich meine Lippen damit umrandet habe, verwende ich von BH Cosmetics diesen Liquid Lipstick in der Farbnuance Sandy. Und der ist schon sehr hell und sieht eher mehr sehr tot aus, würde ich sagen. Der trocknet auch total matt und auch sehr schnell, auch eher ein Favorit von mir. Ich mag diese BH Cosmetics Lipsticks sehr, sehr gerne. Sie sind auch sehr leicht auf den Lippen zu tragen und ja, über diesen Produkt, wenn es getrocknet ist, gebe ich dann von Trend It Up diesen Lipgloss und zwar Pure Nude Lipgloss in der Farbnuance 020. Genau, das ist eigentlich meine Lippenkombi, die ich auch heute trage und mit der ich wirklich total zufrieden bin. Haltet auch wirklich sehr lange, trotz dem Lipgloss von Trend It Up, obwohl die Haltbarkeit dann meistens nicht so gut ist, aber wenn man nicht gerade ein fettiges Essen isst oder sehr viel trinkt oder ja, ihr wisst schon, was ich meine, dann haltet diese Kombi auch wirklich sehr lange an den Lippen. Ja, meine Lieben, das war es auch schon wieder mit meinen Favoriten. Schreibt mir mal gerne euren Favorit in die Kommentare. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Bedanke mich noch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.